Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Update. Ja, am Wochenende habe ich es leider nicht mehr geschafft. Ja, das lag daran, dass ich ja, zusammen mit dem Commander Blitz und BSL Brick ein Mock gebaut habe, das jetzt auch eigentlich bald hochgeladen sein müsste. Und ja, deswegen hatte ich halt keine Zeit mehr für ein Update. Ja. Und ich fange jetzt auch einfach mal an. Und zwar habe ich mir einmal, ich mal rüber, dieses schöne neue Set gekauft. Das neue Gunship, sodass ich jetzt ein altes und ein neues habe. Mein zweites altes hatte ich ja verkauft. Dafür hatte ich dann auch das Geld für das neue hier. Ja, sehr schönes Set, kann ich nur empfehlen. Ist wirklich, ja, lohnt sich, es zu kaufen. Das wird jetzt auch in meinem neuen Mock drin sein, dass ich jetzt mal schon einfach mal zeige, wo jedenfalls das, was ich jetzt schon bislang habe, und zwar ist das hier. Ja, es wird so eine Basis auf einem Felsmassiv, wie man hier erkennen kann. Hier arbeite ich gerade an der Kommandozentrale, die da hinkommen wird. Ja, habe ich jetzt bislang gerade so an der Front gearbeitet. Da muss ich jetzt noch weitermachen. Ja, wie ihr sehen könnt, kann da drin ein ATTE stehen. Hier habe ich schon mal ein Kanonen hingestellt und da oben drauf kommt auch noch das Gunship. Also wirklich eine große Basis. Hier vorkommen auch noch einige Platten für die Schlacht. Also ich denke mal, es wird schon so bis hier gehen. Ja, gut. So viel dazu. Dann überlege ich gerade, ob ich noch irgendwas habe. Nein, ich glaube nicht. Ja, könnte ich auch noch zeigen, hat es nicht so viel mit Lego zu tun, aber ich habe noch von The Commander Blitz diese nette Commander Wolf Figur bekommen. Ist ja mein Lieblingsklon und ja, jetzt habe ich ihn halt auch noch als Sammelfigur. Eigentlich sammle ich diese Figuren ja nicht, aber die wollte ich gern haben, weil das halt wie gesagt mein Lieblingsklon ist. Und ja, jetzt habe ich die hier. So. Ja, das war dann auch eigentlich alles. Ich weiß nicht, wann das Mock kommen wird. Vermute mal irgendwann jetzt entweder am Wochenende oder irgendwie nächste Woche. Dauert jedenfalls noch ein bisschen, weil das aufwendig sein wird. Ja, gut. So viel dazu, dann bis nächstes Mal und ja, tschüss.